So, Freunde. Ja, eigentlich hatte ich heute vor, ein Video über Wadentraining zu machen. Eigentlich ursprünglich ist das ja ein Kraftsportkanal. Und für die Leute, die es nicht wissen, neu hier sind und dann sich fragen, ey, was soll dieses in deinem Nicknamen auf YouTube, dieses Killer am Ende, das hat damit zu tun, weil ich 10 Jahre lang Kraftsportvideos hochgeladen habe. Und das ein Synonym für Power oder für krass sein soll. Also ich bin natürlich kein echter Killer. Ich komme heute nach Hause, mach PC an. Erste Nachricht: drei Polizisten irgendwie angegriffen hier und da. Ich klicke da drauf, dann höre ich so: Iraner hat mit einem Messer drei Polizisten angegriffen. Und anders wie in Mannheim ist wohl kein Polizist zu Schaden gekommen. Schon mal gut. Und der Iraner wurde dann halt angeschossen und hat sein Leben verloren. An der Stelle möchte ich was hinzufügen. Natürlich, Gott sei Dank, ne, wie gesagt, dem Polizisten ist nichts passiert. Ich möchte an der Stelle auch das zweite Teil des Videos, was jetzt folgt, mal ein bisschen vom ersten Teil trennen. Also es soll jetzt bitte keiner mir irgendwas in den Mund legen, irgendwie irgendwas. Also ich verurteile jegliche Taten mit Messer. Ich verurteile jegliche Taten, wo unschuldige Polizisten oder wie auch immer zu Schaden kommen. Ich möchte nicht billigen oder zustimmen oder irgendwas dulden oder so, was in diese Richtung geht. Ja, ganz deutlich distanziere ich mich von jeglichen Messerattacken, egal gegenüber wem. Ja, damit das hundertprozentig klar ist. Ich möchte in diesem Video aber mal auf eine Problematik hinweisen, was ja ein bisschen untergeht. Ich habe vor einem Jahr ungefähr einen Iraner kennengelernt, der auch selbst erst seit 5, 6 Jahren in Deutschland ist, ne? Er hat einen festen Job, arbeitet regelmäßig und so und auch relativ früh einen festen Job bekommen. Er bringt so, der macht diese, kennt ihr diese Glaskästen an den Bushaltestellen, wo Werbung reinkommt mit Beleuchtung und so, ne? Also so Werbung und so, ne? Da sowas in der Art macht er. Und das schon seit ein paar Jahren. Es geht nicht um ihn direkt, sondern um seinen Cousin, glaube ich. Der ist irgendwo im Osten gelandet, irgendwo ganz, ganz weit weg im Osten, irgend so ein Dorf in der Nähe von Polen, also in der ehemaligen DDR oder im Osten Deutschlands. Das kleine Städtchen weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das letzte Mal vor 6 Monaten, 7 Monaten Kontakt mit ihm gehabt. Und zwar immer, wir haben uns immer freitags, samstags getroffen, sind entweder nach Düsseldorf, in die Düsseldorfer Altstadt oder Kölner Ringe und so und haben ein bisschen so, weißt du, da spazieren, was essen, Leute kennenlernen und so, ein bisschen frische Luft und so. Und sehr oft, wenn ich mit ihm unterwegs war, also mit dem, der jetzt diesen festen Job hat, hat er Live-Calls mit seinem Cousin gemacht. Anfangs hat er so alleine mit ihm gesprochen, irgendwann, das wurde immer öfter und so. Und ich verstehe ja Iranisch, ne, weil der ist ja Iraner und redet natürlich mit seinem Cousin Iranisch. Und dann höre ich so, dann kam ich mal ein bisschen, weil sonst habe ich mich ein bisschen distanziert, weil ich dachte, okay, der telefoniert mit seiner Familie. Und irgendwann hat sich das ergeben, dass ich zufällig mitbekommen habe, so ungefähr, worüber die reden. Und dann habe ich so gemerkt, der tröstet ihn die ganze Zeit. So auf Iranisch, ja, das wird schon und nee und bla und bleibt mal ruhig und das klappt schon und so weiter und so fort. Anscheinend hat sein Cousin nicht so wie er hier, weil er wurde in irgend so einem Dorf da hinten im Osten Deutschlands, an der Grenze zu Polen oder irgendwo abgesetzt von den Behörden. Mein Kollege, der einen festen Job hat schon seit ein paar Jahren, dem es ein bisschen besser geht, der ist in der Nähe von Düsseldorf gelandet. Nicht Düsseldorf selbst, aber so hier in der Nähe, ne? So Pi mal Daumen. Und der Cousin von dem da im Osten führt mittlerweile Selbstgespräche. Er redet mit sich selber. Ich habe am Anfang nicht so richtig kapiert, so, hä, der hat so Andeutungen gemacht, also ich habe nicht kapiert, so, worum es geht und so. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgefragt, ein bisschen nachgebohrt. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich habe mir durch diese Ventilatoren, wir haben ja jetzt Sommer und hier vor 2 Tagen hat ja Deutschland gespielt. Und dann habe ich mich verschwitzt vor Ventilatoren gesetzt und eine kleine Erkältung bekommen. Er führt Selbstgespräche. Und immer wenn wir in Düsseldorf oder in Köln waren, hat hier der Kollege von mir per WhatsApp oder wie auch immer, Facebook oder WhatsApp, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Live-Calls gemacht mit Kamera. Und dann hat er dem gezeigt, ja, hier, das ist der Akku und wir sind hier in Köln, Kölner Ringe, Düsseldorfer Altstadt. Im Prinzip war das für den Cousin, der Selbstgespräche führt, so eine Art Therapie, damit er mal was sieht. Ne, damit er mal ein bisschen was Neues sieht. Sein Highlight da drüben im Dorf ist es irgendwie mal kurz rauszugehen, irgendwo bei Lidl, Aldi oder was weiß ich, Pennymarkt oder wie auch immer, irgendwo Rewe oder was auch immer einzukaufen. Das war sein Tageshighlight. Ne, der hatte da keine Freunde, der hat auch so angedeutet, dass die Leute, die aus diesem Dorf sind, so nicht so gut auf Ausländer zu sprechen sind und er fühlt sich einsam, der hat keine Freunde und so sportmäßig und so ist er auch nicht unterwegs und keine Ahnung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er vegetiert seit 5, 6, 7 Jahren da drüben vor sich hin. Passmäßig deutschen Pass bekommen und dann mal umziehen oder so, ist auch nicht, weil jobtechnisch da sehr stark eingeschränkt ist, weil irgend so ein Dorf irgendwo am Arsch der Welt. Und jetzt musst du dir mal überlegen, jetzt mal die letzten 2, 3 Minuten, die lange Reise da von Iran über meistens Türkei, Griechenland, Serbien, ne, diese typischen Routen halt, ne? Manche gehen über Belarus nach Polen, von Polen dann nach Deutschland oder was weiß ich, von Tschechien oder wie auch immer diese Routen so sind. Über Winter gibt es da manchmal minus 5, minus 10, minus 15 Grad, manchmal minus 20 Grad, je nachdem was für eine Jahreszeit, welches Jahr oder so. Auf jeden Fall richtig dicke Minusgrade. Unterwegs haben die manchmal nichts zu trinken, nichts zu essen und so weiter und so fort. Und wisst ihr, so mancher YouTuber macht seit Jahren sich lustig über diese Leute. Und wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich möchte die Messerattacken keinesfalls rechtfertigen oder gutheißen oder irgendwie so in diese Richtung. Es geht nur darum, wenn es darum geht, diese psychischen Probleme dieser Leute anzusprechen, da gibt es den einen oder anderen YouTuber hier auf YouTube, der sich schon seit ein paar Jahren wirklich regelrecht und wahrhaftig lustig macht über die psychischen Probleme dieser Leute. Von daher wird diese Problematik in der Bevölkerung auch nicht ernst genommen, weil man sehr schnell sagt, okay, so und so ist passiert, der Typ Knast und so weiter und so fort. Das entscheiden eh am Ende die Gerichte, aber ich kann euch eine Sache sagen, psychische Probleme sind sehr häufig. Sehr, 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 sehr häufig unter diesen Leuten, die von Afghanistan, Iran, Irak, Syrien und diese ganzen Länder herkommen. Und wie man damit umgehen muss oder sollte seitens der Politik, müssen am Ende sowieso die Politiker entscheiden. Aber deswegen habe ich vor 2014, 15, 16 Videos gemacht, wo ich selber als dahergezogener Ausländer sage, dass das Land sowohl wohnungstechnisch als auch Therapieplätze, als auch was es nicht alles gibt, was so ein hergezogener Ausländer benötigt, um klarzukommen, vollkommen überlastet ist. Weil welchen Sinn ergibt das? Und die sind beide Cousins und kommen beide aus derselben Familie. Der eine ist hier in der Nähe von Düsseldorf gelandet. Entschuldigt nochmal hier, mein Hals ist die ganze Zeit am Kratzen. Düsseldorf, Essen, Oberhausen, Köln, diese ganzen Ruhrpott-Metropolen, Nordrhein-Westfalen, hier gibt es ja sehr viel zu tun. Viele Leute, viele Städte und so weiter und so fort. Der aus derselben Familie ist aber irgendwo im Osten in irgend so einem Dorf gelandet. Irgend so ein Kuhkaff, der sagt, da gibt es mehr Kühe als Menschen.
Und der landet irgendwo am Arsch der Welt, an der Grenze zu Polen. Und guck mal, wie unterschiedlich die sich entwickelt haben. Der eine hat seit ein paar Jahren Arbeit und natürlich finanzielle Möglichkeiten, kommt auch mal raus, sieht mal ein paar Leute. Der andere ist irgend so ein Kuhkaff gelandet. Führt Selbstgespräche. Muss per Videocall ermuntert werden, weiter am Leben teilzunehmen. Ja, wie immer, wenn wir in Köln, Düsseldorf oder auch hier vor der Haustür, wenn er mich mal abgeholt hat mit seinem Auto, jedes Mal, wenn ich rauskam, Videocall. Hier, das ist der Akku, damit er mal was sieht. Der hat ja nichts mehr gesehen. Er ist einfach nur zum Einkaufen gegangen, nach Hause. Einkaufen, nach Hause, im Dunkeln sitzen, vorm Fernseher sitzen. Da wirst du bekloppt in der Birne. Weißt du, wie ich meine? Das sind Probleme, die diese großen YouTuber, die seit Jahren sich lustig machen über diese psychischen Probleme dieser Leute, null ansprechen. Die haben auch gar kein Interesse daran, das anzusprechen, weil diese YouTuber, unter anderem so ein Tim Kellner, Entschuldigung, wir reden hier über Tim Kellner, ne? Nicht zu verwechseln mit Tim Gabel. Tim Kellner mit über 500.000 Followern, der jeden Tag Videos macht und jeden Tag hier und da sich auch mal lustig macht über die psychischen Probleme dahergezogener Ausländer. Oder es gibt ja auch so einen Olli, ne, der dann zwischendurch, ihm geht, den Leuten geht es ja nur darum, diese Nachrichten, ne, so sofort ein Video machen, so und so sieht's aus, bla bla bla. Die psychischen Probleme werden komplett außen vor gelassen, werden komplett ignoriert, ja, weil das rechte Publikum, was sich diese Videos reinzieht und dann sich darüber aufregt, ja gar nicht interessiert ist, da irgendwelche menschlichen Probleme, menschlichen Gefühle dieser Ausländer anzusprechen. Es geht ja nur darum, im Internet dann sozusagen gemeinsam gegen diese Leute zu sein. Und ich, wie gesagt, als Iraner mache schon seit 8, 9, 10 Jahren Videos, wo ich sage, seit 2014, 15, da gibt es so alte Videos von mir, wo ich gesagt habe, ey, Wohnungen werden knapp. Therapieplätze werden knapp und so weiter und so fort. Man kann nicht Millionen Leute da sich reinholen und dann die sich selber überlassen. Insbesondere aus diesen spezifischen Ländern. Ja, und warum haben die psychische Probleme? Weil diese Länder seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert oder länger, ne, mit falschen Vorgaben besetzt wurden, angegriffen wurden, deren komplette Infrastruktur dem Erdboden gleichgemacht wurde per Militär. Wir wissen ja, welche Länder gemeint sind. Wir wissen auch, dass Jahre und Jahrzehnte später rauskam, dass die Gründe, die man genannt hat, um in diese Länder einzumarschieren, hier und da auch mal frei erfunden waren. Ne? Wenn wir den Ex-US-Präsidenten George W. Bush irgendwie uns mal nehmen, ne? Was der da mit seinen Gefolgsleuten da nicht alles herbeigezaubert hat an Argumenten, angeblichen Argumenten, wo sich dann Jahre später rausgestellt hat, ey, die haben da einfach nur gelogen, um dort einzumarschieren, im Irak, in Afghanistan teilweise. Ne? So, wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, diese ganzen Geschichten nochmal aufzurollen. Ne? Was will ich euch damit sagen? Die Leute, die aus dem Ausland kommen, haben psychische Probleme und man kann nicht Millionen von denen irgendwie ins Land lassen und dann die sich selber überlassen. Vor allen Dingen sollte man sie tunlichst nicht in irgendeinen Kuhkaff packen. Ich weiß jetzt nicht, was mit diesem Iraner war, der heute irgendwie oder gestern, am Sonntag war der Angriff, ne, wo der die drei Polizisten da mit dem Messer bedroht hat oder angegriffen hat oder wie auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem war. Aber es gibt hunderttausende solche Geschichten, die natürlich in den Mainstream-Medien gar nicht groß behandelt werden und schon gar nicht von diesen YouTubern wie Tim Kellner zum Beispiel. Ne? Der macht sich nur lustig drüber, erwähnt das, macht sich lustig drüber, zack, nächsten Tag, erwähnt wieder irgendein Problem, macht sich lustig drüber. An irgendeiner Lösung sind die ja auch nicht großartig interessiert. Dem geht es ja auch nur darum, ein bisschen Reichweite aufbauen und dann sich drüber lustig machen, aber Lösungen anbieten oder beziehungsweise irgendwie irgendeine Art. Ja, also im Prinzip möchte man sich mit der Thematik gar nicht befassen. Überleg mal, ein körperlich
gesunder, der, wie gesagt, sich über mehrere Länder, über mehrere Monate im Winter, also was die teilweise erlebt haben, ne, kann ich euch sagen, das kann man in so einem YouTube-Video gar nicht groß irgendwie erzählen. Ich sag mal so, die sind teilweise als Beispiel, ne, dieser Iraner, der hier auch arbeitet in der Nähe von Düsseldorf, von dem der Cousin so ein bisschen am Durchdrehen ist und Selbstgespräche führt irgendwo im Osten Deutschlands. Der hat mir erzählt, dass die als Beispiel mit 10 Mann irgendwo in Serbien oder was in den Wald gegangen sind. Da gibt es auch einen Fluss, da müssen sie auch Flüsse überqueren, im Winter wohlgemerkt. Ne? Und dann gehen die teilweise mit 10 Mann in den Wald und dann passiert schon mal, dass einer in der Nacht im Wald erfriert, weil er zu wenig gegessen hat und weil es viel zu kalt wird und so weiter, weil der schon geschwächt war. Dann irgendeine oder eine Frau oder ein Mann erfriert im Wald. Der andere, die bauen sich irgendwelche Floße oder haben irgendwelche kaputten Boote, die halbwegs noch irgendwie schwimmen können, sind überladen. Der andere ertrinkt im Wasser vor deren Augen. Ne? Die haben noch tagelang, wochenlang vorher noch Märsche zusammen gemacht. Ne? Musst du dir so überlegen. Ne, so, und irgendeiner schläft abends ein, ne, die gehen in den Wald, sind am Marschieren und dann nach 6 bis 8 oder 10 Stunden Marsch, irgendwann ist man müde, man setzt sich hin, man schläft, so, alle anderen wachen auf, einer ist eingefroren, mitten in der Nacht, erfroren. Und das machen die über mehrere Monate durch und dann kommen sie hier an. Wisst ihr, für Normalos, die hier normal leben oder so, sind das so Fantasie-Stories. So manchmal, ich weiß nicht so, es kann auch sein, dass normale Bürger sich das anhören. Ne? Du hörst dir das an, aber so richtig erfassen und kapieren, was man da erzählt, kann man gar nicht als normaler Mensch. Weil man sowas gar nicht kennt. Weißt du, du schläfst abends hier schön warm ein. Du hast ein Dach über dem Kopf, hast was zu essen, was zu trinken, dir geht's eigentlich gut, auch wenn du ein armer Mensch bist. In Deutschland, selbst wenn du arm bist, ja, selbst wenn du jetzt kein reicher Typ bist, aber du hast ja trotzdem ein Dach über dem Kopf, schön im Trocknen, hast was zu essen, was zu trinken. Ne? Klar, finanziell geht's dir jetzt nicht prima, aber im Prinzip ist das ja trotzdem so, geht's dir einigermaßen gut. Aber wenn du da im Wald, in Serbien oder irgendwo unterwegs, in Griechenland, Türkei, nachts im Winter, irgendwie bei minus 10, minus 20 Grad, ohne Essen, ohne genug zu trinken und genug zu essen, ohne genug Klamotten irgendwo im Wald einschläfst und dann erfrierst du dort, weißt du? Und dann kommst du mit diesen Bildern, mit dem, was du erlebt hast, und dann sagt der Iraner, der hier arbeitet, das Boot zum Beispiel war so überladen, das Wasser war schon wirklich nur noch ein paar Zentimeter, bis es ins Boot reinkommt, mitten im Winter. Und der hat teilweise so ein paar Mal unterwegs einfach zu Gott gebetet und gesagt, ey, wenn ich jetzt gleich weg bin oder so, verzeih mir meine Fehler und so, ich liebe meine Familie. Ja, das heißt, der hat mehrmals unterwegs mit seinem Leben abgeschlossen, weil da Situationen waren, wo der gesagt hat, ey, ich weiß gar nicht, wie ich das überlebt habe. So, und dann kommen die hier an, ja, und die Bevölkerung will sie hier nicht haben, so anscheinend, oder viele Leute, ne, dann werden die verbal angegangen oder werden, man merkt ja, guck mal, selbst wenn du nicht beschimpft wirst, ne, selbst wenn du nicht beschimpft wirst, so direkt beschimpft wirst oder so, aber man merkt ja, ey, die Leute haben keinen Bock auf mich, die sehen mich jetzt nicht als gleichwertigen Menschen, die wollen mich hier nicht haben. So, und dann probierst du noch ein paar Wochen, ein paar Monate Kontakte zu knüpfen. Du merkst überall, die Leute schweigen dich an, grüßen nicht zurück als Beispiel, gucken dich komisch an, du darfst irgendwie keinen Kontakt aufbauen, so unterschwellig. Die sagen ja auch nicht direkt, hör mal zu, du kommst aus dem Ausland, wir mögen dich nicht. Es gibt ja auch noch diese Art so anschweigen oder nicht mit den Leuten reden oder komisch gucken und so. Dann merkt der Mensch doch irgendwann, ey, ich bin hier nicht erwünscht. Was passiert? Er zieht sich zurück. Eine Woche, 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre. Der Typ ist schon 4, 5, 6, 7 Jahre hier in Deutschland, der da im Osten. Ja, und dann von Tag zu Tag wirst du so ein bisschen, weißt du, anders. So, dein Kopf fängt an zu rattern, dann fängst du an, dir Filme zu fahren. Du bist nur noch mit dir selber beschäftigt. Der Mensch ist ja nicht dafür gemacht. Da, wo der herkommt, aus seiner Heimat, hatte der bestimmt noch ein paar Freunde, hatte der bestimmt noch ein paar Familie. Deswegen, es muss eine Lösung her. Die Politik muss irgendeine Lösung. Entweder schafft man es, die Leute wirklich zu betreuen, hat genug Leute, Betreuer, Therapeuten, mit den Leuten Kontakt aufbauen, Sportvereine, irgendwas, dass die Leute unter Menschen kommen. Oder wenn man das nicht schafft, zu wenig Wohnungen da, zu wenig Therapeuten da, zu wenig Betreuung da,
dann gibt es nur die eine Lösung. Einfach nicht, du kannst nicht die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre immer mehr Leute reinlassen und die aber dann immer sich selbst überlassen. Das soll das letzte Wort dazu sein. Ich möchte auch keiner Seite irgendeine Schuld zuweisen. Das ist ja das Problem. Dieses Video wird nur die ersten 5 bis 10 Minuten angeguckt. Die letzten 5 bis 10 Minuten, die allerletzten Minuten, guckt sich wahrscheinlich kaum noch jemand an. Das ist nämlich das Problem. Und dann kommentieren die Leute schon unter dem Video. Ich möchte keiner Seite irgendeine Schuld in dem Sinne zuschieben und sagen, ja, ihr seid schuld, weil der hat mit dem Messer Polizisten angegriffen. Nein, mir geht es einfach nur darum, es gibt diese Probleme, diese Probleme werden einfach nicht besprochen. Und solange man diese Probleme nicht besprochen hat, kann man auch keine Lösung dafür finden. Ja, und es kann halt auch nicht sein, dass Wohnungsnot herrscht. Wenn man es schon von der Politik her nicht schafft, genug Wohnungen für die Menschen zu bauen, ja, das ist ja das Mindeste, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben und nicht irgendwo, ne, auch, wir reden jetzt nicht nur über Ausländer, die Wohnungen haben sollen, ich rede auch von den Bio-Deutschen, die seit 2000 Jahren hier in Deutschland, seit Ur-Urahnen hier in Deutschland leben, die sollen ja auch genug Wohnungen haben. Also ich rede jetzt nicht nur für uns Ausländer in dem Sinne, sondern ich rede auch für die Deutschen selber. Therapieplätze, Wohnungen, Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Ja, das Ganze ist sehr, sehr kompliziert. Ich, wie gesagt, ich will nur sagen, es ist ein Problem, dass tagtäglich ein Tim Kellner zum Beispiel sich über diese Leute lustig macht. Weil diese Leute gucken auch seinen Kanal. Und wenn einer eh schon diese Probleme hat, psychischen Probleme hat und jeden Tag aufwacht und dann so Videos und von denen gibt es ja mittlerweile jetzt Dutzende. Tim Kellner ist ja nur ein Beispiel, was ich hier nenne. Aber solche YouTuber sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, ne? Also Tim Kellner ist nicht der Einzige. Mittlerweile haben wir da Dutzende von 20, 30, 40 solche YouTuber, die jeden Tag sich darüber lustig machen, dass es Ausländer gibt, die hier hinkommen und psychische Probleme haben. Und wenn die das jeden Tag sehen, ne, so, dann ist das mitunter ein Grund, warum sie sich eventuell radikalisieren und ja, ne, diese Geschichte in Mannheim, leider Gottes auch passiert, ne. Wer weiß, was der Afghane da für eine Geschichte hinter sich hat, was natürlich trotzdem nicht rechtfertigt, dass er einen unschuldigen Polizisten rufen, dann sein unschuldiges Leben nimmt, damit das ganz klar ist. Und ich sage das hundertprozentig ohne jegliche Dings. Ganz klare Sache. Jemanden Unschuldiges das Leben zu nehmen, den Polizisten angreifen, der nichts dafür kann oder so, ist natürlich hundertprozentig falsch und unmoralisch und soll auch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie gerecht, also recht zu rechtfertigen sein, auf gar keinen Fall. So, und das sind meine letzten Worte.